Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Game, nämlich Factorio. Tutorial habe ich gespielt, hat mir sehr gut gefallen und jetzt habe ich mir gedacht, okay, nice, neue Welt mit YouTube, dies, das. Ich habe die Einstellungen erstmal ein bisschen verändert für mich. Hier und da ein paar Sachen, ich habe zum Beispiel Ressourcenquellen sehr viel seltener gemacht, aber dafür eingestellt, dass die länger halten. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr zu traveln und sowas, ne? Längere Strecken. Ich habe zum Beispiel relativ viel Wald eingestellt, was interessant wird. Und noch so ein bisschen anderen Kram. Ich gehe erstmal hier mein Raumschiff verschrotten. Wer Factorio nicht kennt, das ist halt so ein Fabrikbau-Game, ne? Mit so Produktionsketten und so ein Scheiß, den man machen muss. Also das heißt, du baust Eisen ab, machst da auch irgendwann Eisenplatten und dann irgendwann noch Eisenzahnräder und noch komplizierteren Scheiß. Wenn wir am Anfang einen dicken Eisen, Kupfer, Kohle und Stein spawnen, da oben. Das ist halt dann immer am Anfang. Jedenfalls baut man sich dann quasi so fette Fabriken auf langsam. Und das Ziel ist halt am Ende von diesem Planeten hier runterzukommen, weil wir sind hier halt abgeschmiert. So, Problem ist halt, mit diesen großen Fabriken produzieren wir langsam Umweltverschmutzung. Das heißt, die Welt wird langsam absterben hier, Bäume und so ein Kram. Und es gibt hier halt ein paar Aliens auf dem Planeten. Und denen gefällt das halt nicht so nice, dass wir hier deren Planet quasi kaputt machen. Und die werden halt gelegentlich angreifen. Und ja, werden halt hier versuchen, meine Base niederzureißen. Was ich dann halt machen muss, ist das zu verteidigen. Das heißt, mit Mauern, mit Geschützen, mit Raketen, Panzern, whatever. Ist meine Aufgabe quasi, hier meine Base zu verteidigen von diesen Aliens. Und die Aliens, die werden halt immer stärker mit der Zeit. Und ich muss dann halt dementsprechend meine Verteidigung immer weiter ausbauen, neue Sachen erforschen und so ein Kram. Und Ziel ist quasi, bis einfach vom Planeten runterzugehen. Man kann aber auch noch weiterspielen danach. So, ich habe jetzt nochmal eine neue Welt generiert, weil mir die alte jetzt nicht so gefallen hat von dem Spawn her. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Wasser gemacht. Ich mag Wasser irgendwie. Das ist geil, weil man muss dann so dynamisch bauen. Man muss dann so um das Gelände herumbauen quasi. Das mag ich ganz gerne. Und ich habe etwas mehr Wald eingestellt. Vielleicht fast schon ein bisschen zu viel. Was auch sehr interessant wird, weil das heißt zwar einerseits, dass wir einen Vorteil dadurch haben, das saugt halt erstmal unsere Umweltverschmutzung auf, andererseits halt auch super ätzend, weil ich kann halt kaum durch und wenn sie die ganze Zeit Wald abholzen müssen und sowas, das finde ich eigentlich ziemlich nice, wenn man hier so ein bisschen Gelände im Weg hat quasi. Wir haben jetzt hier am Anfang erstmal eine Safe Zone quasi, das heißt so, keine Ahnung, Kilometer Umkreis um uns herum ist nichts und da außenrum siedeln sich halt die Aliens an und wenn die halt merken, dass wir hier Industrie haben und so einen Kram, dann wird das halt irgendwann nicht mehr so lustig. Und vor allem durch Umweltverschmutzung fängt der Wald an abzusterben. Das heißt, es wird dann langfristig so sein, dass der Wald abstirbt. Also irgendwann haben wir die kritische Masse erreicht und der Wald nicht mehr genug hier CO2 aufnehmen kann. Dadurch stirbt der Wald, dadurch kann er noch weniger aufnehmen und dadurch stirbt er noch schneller, kann noch weniger aufnehmen. Also irgendwann ist dieser kritische Punkt erreicht und dann geht alles ganz schnell und dann werden die Aliens richtig schnell hier aggressiv, was ein bisschen problematisch werden könnte. Erstmal würde ich sagen, wir schlagen uns hier ein bisschen Weg durch den Wald. Wir sehen auch die Baumstümpfe, die noch übrig bleiben am Boden. Ich glaube, die bleiben auch da. Also wir können irgendwann in Zukunft sehen, wie viel Wald wir hier weggeholzt haben. Holy shit, hier ist ja richtig viel Wald. What? Okay, haben wir eine Waldmap. Ist auch geil. So, Erzförderer. Erstmal hier, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. Wird mit Holz befeuert. Holz haben wir mehr als genug hier in der Umgebung. Das sollte kein Problem sein. Heißt, der produziert ein bisschen Kohle als Brennstoff für uns. Dann mache ich hier jetzt erstmal einen Schmelzofen hin. Der brennt uns erstmal ein bisschen Eisenerz. Wait, ich sollte vielleicht den Erzförderer für Eisen nehmen und nicht für Kohle, weil Brennstoff haben wir legit viel zu viel. So, heißt, der macht jetzt Eisen. Das Eisen geht hier in den Schmelz. Der schmilzt daraus gleich Eisenplatten und die können wir dann schon mal richtig schön verarbeiten. Wir können den Wald auch später dann irgendwie niederbrennen oder Granaten oder sowas gibt es noch. Ich weiß nicht, ich kenne das Spiel nicht wirklich, ne? Ich habe nur das Tutorial gespielt, wie gesagt. Erstmal ist das Ziel jetzt hier eine kleine Starterbase aufzubauen, in der wir erstmal ein bisschen was leben können und erstmal unseren Basic Stuff haben, bevor die große Alien-Invasion losgeht. Aber Alter, ist hier viel Wald. Oh, das ist irgendwie nice. Irgendwie feiere ich das, wenn hier so alles voll bewaldet ist. Jetzt habe ich erstmal hier vorne quasi so ein bisschen Kupfer gemacht. Das heißt, der Miner meint das ab, das geht hier rein. Der Greifarm auch natürlich auch noch ein bisschen Treibstoff, weil das Zeug in die Kupferkiste. Jetzt haben wir hier schon mal Kupferplatten im Vorrat. Kohle habe ich einfach in meiner mit einer Kiste gemacht, Stein genauso. Und Eisen haben wir hier das gleiche wie Kupfer oben, das gleiche Setup. Erstmal würde ich gerne ein bisschen Eisen ausbauen, weil Eisen ist extrem wichtig. Das heißt, was wir machen ist, erstmal muss ich kurz schauen, wie schnell meint so ein Miner, wo sieht man das? 0,25 pro Sekunde. Ein Ofen macht, hat ein Herstelltempo 1. Also ich glaube, wir brauchen 4 Miner, um einen Ofen auszulasten. What, sind die Ofen so schnell? Oh Gott, wusste ich gar nicht. Okay, krass. Miner kann man craften. Das Geile ist in dem Game, wenn ich was craften will, zum Beispiel, ihr seht, ich brauche 3 Eisenplatten, 3 Zahnräder und einen Ofen. Das heißt, ich müsste jetzt hingehen, hier mache mir Zahnräder und dann mache ich mir Eisenplatten habe ich und dann mache ich mir erstmal hier einen Ofen und dann crafte ich mir daraus den Miner. Aber ich kann einfach draufklicken und hier unten seht ihr, der macht den Scheiß einfach von selber. Das ist so unnormal angenehm. Kohle hält, glaube ich, noch ein bisschen länger als Holz. Es gibt Brennwerte 4 MJ. Ich weiß nicht, wie viel Brennwert hat so Holz. Holz hat 2 MJ. Also Kohle ist doppelt so geil wie Holz. Nice. Und die macht auch mehr Umweltverschmutzung. Dementsprechend macht es nochmal mehr Spaß, Holz zu benutzen. Ich habe keinen Scheiß Eisen. Gott. So, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Ghost Buildings gemacht. Also kann es, wenn ich sage, ich will was bauen, dann kann ich mit Shift links, links ein Ghost Building machen. Nur als Markierung für mich selber quasi. Das wird jetzt hier so eine Art, ja, Kohleproduktion. Das Geile ist, die versorgt sich selber. Also die Miner produzieren Kohle.
Und das geht in die Greifarme erstmal rein. Die Greifarme versorgen die Miner und sich selber. Das heißt, sie muss sich nie mehr per Hand was nachfüllen. Und alle Kohle, die überschüssig bleibt, die wird hier von dem Greifarm richtig entspannt in diese Kiste reingepackt. Das heißt, ja, wir haben hier einfach free Kohle für immer. So einen kleinen Output und noch mit einigen Minern. Umweltverschmutzung wird noch gar nicht schlimm, weil wir haben noch unfassbar viele Wälder außenrum. Dieses Game ist so geil. Ich hab so Bock auf dieses Game, ne? Man kann später auch, was ich halt hier an so geil finde, was ich bei Satisfactory mal gestartet habe, ein bisschen. Später kann ich so sagen, okay, zip, ich markiere diesen ganzen Bereich und kopiere mir das, dann baue ich das fünfmal nebeneinander und easy, es ist fertig. Es ist so geil, später kannst du so weit expandieren. Am Anfang bist du noch so klein und scheiße. So, hier vorne habe ich Kupfer quasi auch vier Miner hingemacht. Ich würde als nächstes mal die Eisenproduktion hier vergrößern. Das Ding ist, was ich jetzt machen könnte, ist, ich baue jetzt noch dreimal das daneben und dann kann ich dieses Kohleband ja auch hier lang führen und dann die Eisenminer auch durch diese Kohle bepowern lassen. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich werde jetzt gleich zum Wasser gehen und baue erstmal ein bisschen Strom schon mal mit so Kohle, so Dampfgeneratoren. Ich denke mal, die nächste Eisenquelle wird hier sein über dem Wald. Also ich will mich hier durch den Wald erstmal durchschlagen, gehe dann hier zu dem Wasser, baue hier eine Pumpe hin, ziehe dann, oder ich baue hier das Kraftwerk, der zieht das gar nicht rüber, ich baue am Rand das Kraftwerk. Ich glaube, das macht eigentlich so viel Umweltverschmutzung. Und wir müssen Kohle auch dann hoch transportieren. Entweder wir transportieren das Wasser von da oben hier runter oder die Kohle von hier unten nach da oben. Ich würde aber sogar eher sagen, dass wir die Kohle nach da oben transportieren. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir unten den Platz noch brauchen werden zum Bauen. Wir müssen also erstmal hier durchschlagen und dann mache ich gleich schon mal ein bisschen Strom. Und mit Strom ist es halt sehr viel entspannter, weil es gibt hier zum Beispiel, die sind ein bisschen schwieriger zu bauen. Die elektrischen Erzförderer, die brauchen dann schon nicht nur Stein und Eisen, sondern die brauchen Kupfer und Eisen. Und auch dauert auch länger zu bauen. Also wenn ich die aus Rohmaterialien crafte, dann braucht das hier 4 Sekunden. Die brauchen 8,2 Sekunden schon aus Rohmaterialien. Wenn ich die natürlich schon aus Zahnrädern und sowas habe, geht es ein bisschen schneller. Und die Greifarme, die elektrischen, die sind auch schneller und die muss ich halt nicht permanent mit Kohle befüllen, sondern die reichen auch mit Strom, was sehr, sehr, sehr nice ist. So, was wir jetzt machen, ist hier eine Wasserpumpe hinsetzen. Die macht ja immer Wasser 1200 pro Sekunde, easy. Heizkessel braucht nur, da steht rechts, Verbrauch Wasser 60, also gar kein Problem. So, das heißt, der Heizkessel ist mir hier oben. Ich habe also hier schon mal Stromleitungen langgezogen durch den Wald. Jetzt braucht er noch Brennstoff. Wenn er Brennstoff hat, dann macht der Dampf. Da seht ihr, Ausgabe 0 pro Sekunde von 60 pro Sekunde. Also ihr kann maximal 60 pro Sekunde machen. Eine Dampfmaschine verbraucht 30, deshalb machen wir zwei Dampfmaschinen hin. Hier brauche ich noch ein bisschen mehr Platz. So, bam, zwei Dampfmaschinen. Müssen noch an Strom ins Connect werden. Ich kann doch irgendwie hier die Hotbar. Ich habe die Hotbar noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, wenn ich jetzt 1 drücke. Oh yes. Und jetzt quasi verbrennen wir hier das Holz. Daraus machen wir Dampf. Das geht in Dampfmaschinen. Jetzt machen wir Strom. Wir sehen hier, wir erzeugen natürlich gar keinen Strom, weil wir keinen Strom brauchen. Und ich habe gerade einen richtig geilen Shortcut gelernt. Es gibt so viele Shortcuts, ne? Mit Steuerung Linksklick kann ich Sachen direkt aus der Kiste rausnehmen. Wie geil ist das bitte? Ich muss nicht mehr öffnen, Shift, Klick, E drücken zum Schließen. Ich kann einfach... Wie geil. Soll ich mal dabei mein Eisending zu expandieren? Ich mache nämlich mir viel zu wenig Eisenplatten. Ich ziehe mich gerade ein Förderband hier hoch. Mit der Kohle. Es frisst so viel Eisen. Dementsprechend, ich baue jetzt erstmal hier mein Zeug aus. Deswegen ist ein Miner braucht 23 Eisenplatten. Das ist ziemlich insane. Aber jetzt habe ich ihn. So, da ist er. Hallo. Da ist der erste Miner. Dann würde ich quasi hier 1, 2, 3 da den nächsten Miner machen. Plus ihn hier. Dann so, Förderband. Zack, mit einem Schmelzofen. Mache ich direkt mal ein paar Stück von. Man kann ja auch mit Rechtsklick 5 auf einmal machen, was sehr entspannt ist. Brennstoff muss ich immer noch per Hand nachfüllen. Liegt einfach daran, weil die Öfen halt kacke sind, ne? Ich mache direkt mal hier eine Kiste hin, wo wir so unseren Müll reinlagern. Zum Beispiel befeuerter Greifarm, so Kram, den man eher selten braucht. Oder jetzt, den wir in Zukunft eher nicht mehr brauchen werden. Herstelldauer 3,2 Sekunden. Ach so, das die Eisenplatte braucht 3,2 Sekunden. Er hat Herstelldauer 1. Also wenn wir später einen Elektroofen haben, dann Herstelldauer von 2. Das heißt, das ist ein Multiplikator. Das heißt aber, wir brauchen jetzt hier... Okay, ich muss das ganz anders bauen. Ich baue einfach so viele Öfen und da kann ich ja einfach sehen, entweder die Öfen verarbeiten das nicht schnell genug, da muss ich mehr Öfen bauen, oder wir produzieren nicht genug Miner, dann baue ich mehr Miner. Machen wir es ganz simpel. Das sind nur Brennstoffe mal nachfüllen, aber Holz haben wir erstmal mehr als genug. Wir brauchen mehr Arme, da brauchen wir wieder Metallplatten für. So, Kohleversorgung haben wir schon mal hier. Und sobald das Holz hier leer ist, ich nehme das Holz wieder mit, wird das Ganze schon mit Kohle betrieben. Strom sieht noch alles fein aus, wir produzieren, also wir haben noch sehr viel mehr Kapazität hier am Start. Werde den ganzen Wald noch fällen müssen, wenn wir hier was bauen wollen. Aktuell kann ich auf den Erzen bauen, aber bald wird das nicht mehr gehen. Also, ich habe eingestellt, dass die Erze sehr groß sind und sehr lange halten, aber dafür halt auch extrem selten sind auf der Map. Also ihr seht, wir haben auf der gesamten Map hier ein Kupfer und ein Uranerz, wenn wir mal neues Eisen brauchen irgendwann.
Da werde ich richtig weit traveln müssen. Deshalb, es ist nicht so einfach, wie das sich das vielleicht anhört auf im ersten Moment, wenn man sagt, oh ja, so viele Erze. Ich würde ganz fix einmal das Kupfer hier. Warte mal, ne, ich mache den Big Brain Move. Das Problem ist aktuell hier mit dem Eisen, dass die Öfen müssen permanent bepowert werden. Deshalb, was wir machen können, ist, wir haben ja auf der rechten Spur, also auf der unteren Spur, immer nur Eisen. Was wir machen können, wir können auf der linken Spur überall Kohle hinlegen. Und dann haben wir quasi Kohle und Eisen auf demselben Band und das wird hier schön bepowert mit. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir Kohle hier drauf? Ist eigentlich relativ simpel. Greifarme können von beiden Seiten des Bandes Sachen nehmen, aber legen es immer auf die Seite, die weiter entfernt ist. Das heißt, wir müssen quasi einfach nur so. Und jetzt haben wir quasi Kohle und Eisen auf demselben Band und die Kohle wird automatisch hier nachgefüllt in den Öfen, sobald die keinen Brennstoff mehr haben. Das gleiche würde ich kurz hier oben bei dem Kupfereimer machen. Und hier müssen wir natürlich noch alles einmal elektrisieren. So, ich habe ein bisschen expandiert, bis man so noch ein bisschen erweitert hier. Erstmal habe ich jetzt hier meine Holzkiste, also alle Holzdinger, die ich farme, kann ich einfach hier reinpacken. Es wird automatisch auf das Band gepackt hier, welches dafür sorgt, dass wir etwas mehr Strom haben. Also, dass der ganze Wald, den ich hier abholze, der wird direkt verbrannt und sorgt dafür, dass wir unsere Industrie etwas weiter ausbauen können. Ich habe die Kohledinger jetzt auch zu elektrischen Minern gemacht. Also, Kohle haben wir erstmal ohne Ende. Das reicht erstmal für alle Schmelzöfen der Welt. Und ja, hier oben haben wir Kupferproduktion. Produktion, auch mit Elektroofen, Öfen und so einem Kram. Achso, ich kann damit Steuerung. Vergesse ich immer. Und hier unten habe ich jetzt auch die Steinproduktion ein bisschen angekurbelt. Steine werden noch sehr wichtig, denn, weil damit können wir die Bauern bauen, genau. Die Mauern bauen später, die wir halt brauchen. Sonst überrennen uns die Aliens die ganze Base und ich hätte keinen Bock, den Kram zu verlieren, auch wenn wir jetzt erst ganz, ganz am Anfang sind. Ich habe schon zwei Labore gemacht und die Labore, mit denen geht es jetzt richtig los. Ich würde mal anfangen, hier langsam auch ein bisschen nicht mehr auf den Erzen zu bauen, auf den anderen. So, mit den Laboren können wir nämlich etwas sehr Nices machen. Wir können nämlich etwas forschen. Mit T öffnen wir einen Forschungsbaum und wir können hier einige Technologien erforschen. Und wenn wir Sachen erforscht haben, schalten wir noch viel mehr frei. Das geht hier von simplen Automatisierungen, Mauern, Militärs, davon sowas. Immer weiter, Sprengstoffe, Motoren, Fahrzeuge haben und sowas, Raketentechnik und so ein Scheiß, immer heftigere Gebäude, Kernenergie, Raketenbrennstoff, bis dann irgendwann hier so richtige Artilleriegeschosse haben, den Spider schon, auf den ich mich sehr, sehr freue. Wir starten erstmal mit Automatisierung, denn damit kriegen wir erstmal bessere Greifarme bzw. längere Greifarme, die auch ein Ticken schneller sind. Und Montagemaschinen. Damit können wir schon ein, zwei Sachen, die wir eigentlich beim Inventar craften können, automatisieren. Jetzt die Frage, wie erforscht man? Erstmal machen wir hier eine Oh Gott, ich bin noch zu viel am Craften. Wir brauchen diese roten Tränke hier zum Erforschen. Wir sind jetzt hier in dem Forschungslabor. Wir können mehrere machen, da geht es schneller. Der braucht 10 mal einen roten Trank. Und jeder rote Trank dauert 10 Sekunden. Also 100 Sekunden basically und 10 rote Tränke insgesamt für das Ding zum Erforschen. Entsprechend, wir machen 10 Stück davon. Dauert kurz ein bisschen, bis wir hier den Kram fertig gecraftet haben. Was wir halt machen können, basically, wir müssen nur ein Labor füttern mit Ressourcen. Und dieses Labor kann das dann automatisch weiterleiten an andere Labore. Das macht man ganz simpel, indem wir hier einfach so einen elektrischen Greifarm hinpacken. Und dann machen wir das nächste Labor einfach hier hinter. Wenn die Bäume hier mal ein bisschen entfernen noch. Ist halt sehr entspannt, weil da brauchen wir quasi nur eine Kiste hier vor mit den Tränken drin. Ne? Rote Tränke sind die einfachsten. Die brauchen Kupfer und Eisen ein bisschen. Ne? Also alles easy. So, und die lege ich jetzt hier rein. Und die werden durchgegeben ans hinterste Labor. Und das forscht jetzt hier den ganzen Kram. Und wenn ich den nächsten Trank hier reinmache, wird das auch hinten reingeben. Ich glaube, die stacken nur bis zwei. Die machen keine vollen Stacks hier rein, was sehr, sehr angenehm ist. Weil dadurch ist es einfacher, auf alle Gebäude zu verteilen. Mit so Overflow-Mechaniken. Das ist halt sehr viel simpler als ein Satisfactory. Weil Overflow und Satisfactory ist immer relativ ineffizient. Der hat nur ein Zweier-Stack hier drin und den nächsten, der ist dann für das Labor. Bei Satisfactory wird der erstmal 100 Tränke hier reinstecken, bevor der anfängt damit. Und in Factorio ist das nicht nice, gerade wenn es hier ein bisschen auch mit Zeitdruck ist. Auch wenn es kein großer Zeitdruck ist, ich habe die Map so eingestellt, dass die Aliens relativ langsam sich entwickeln, damit ich einfach auch schön entspannen kann, ein bisschen experimentieren kann. Ich bin auch relativ neu in dem Game hier, ne? Aber trotzdem gibt es einen gewissen Zeitdruck. Das heißt, wenn ich einfach hier die nächsten 10 Stunden entspannt in meiner Base bin und keine Verteidigung habe, dann werde ich halt irgendwann einfach von den Viechern überrannt. Und das ist halt dann langfristig nicht so geil, wenn alles, was ich gebaut habe, einfach von Aliens mal wieder weggefressen wird. Dementsprechend, wir erforschen erstmal Automatisierung und sobald ich Automatisierung erforscht habe, kann ich diese roten Tränke automatisieren. Das heißt, dann kann ich die Forschung damit automatisieren und dann geht die Forschung richtig ab und dann können wir geile neue Sachen erforschen. Wird das so ein bisschen unser Ziel sein. Außerdem muss ich noch ein paar Sachen erforschen, wie zum Beispiel Zahnräder und grüne Schaltkreise, weil die brauche ich ziemlich bei allem zum Craften. Das heißt einfach, wenn ich Sachen mit dem Zahn crafte, wird das damit viel, viel schneller und einfacher gehen. Also Zahnräder, Schaltkreise und so ein Kram wird alles auf jeden Fall automatisiert. Ich kann auch so eine Art Lager bauen. Ich habe ein Lagerdesign gesehen, was es gibt. Quasi wird er vom Fördermann-Tast, was so lang geht. Dann läufst du über das Fördermann drüber, drückst einfach F
und sammelst alles auf vom Band, ne? So, das ist zumindest die Idee davon. Jetzt haben wir es abgeschlossen. Automatisierung, das heißt, jetzt haben wir die Sachen bekommen. Jetzt kann ich das nächste mir aussuchen, was wir erforschen können. Wir haben einen riesigen Forschungsbaum. Nur zu dem Automatisierungsding. Ich könnte es auch sagen, wir können Geschütze, Steinmauern. Erstmal würde ich noch gerne Logistik machen. Damit können wir nämlich Förderband, Splitter, Merger und so unterirdische Sachen bauen. Was ziemlich geil ist zum, ja, für ein bisschen Logistik, ne? Dann ist es einfacher, wenn du hier sagen willst, okay, ich will das nach da und das nach da und das nach da und da merchen und so weiter und so fort. Dementsprechend, was wir jetzt neu haben, wird auch schon markiert, immer die neuen Sachen. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Wir haben jetzt diese Montagemaschinen. Heißt, ich kann mir jetzt erstmal eine von davon craften. Und das erste, was ich denke, ich machen werde, wären diese Eisenzahnräder. So, wie craften wir diese Zahnräder? Kann ich hier nachgucken. Zwei Eisenplatten. Okay. Das heißt, ich stelle mir jetzt hier diese Montagemaschine hin. Quasi, ja, machen wir das einfach mal nach hier. Beziehungsweise ein bisschen mehr Platz lassen. Das glaube ich nie verkehrt. Ich glaube, das ist. Ich brauche hier schon wieder viel zu eng. Ich muss eh wieder abreißen später, weil hier kein Eisen mehr ist. Beziehungsweise weil hier Eisen ist und ich werde Quellen brauchen. Aber gut, dann bauen wir das halt später nochmal um. Ne? Wir machen gar nicht genug Eisen hier unten. Na gut, das lässt sich ja noch ändern. Und jetzt machst du bitte einmal die Zahnräder. Jetzt kriegt ihr hier Eisenplatten rein. Und der craftet Zahnräder. Und diese Zahnräder kann ich jetzt auch per Dingens hier rauspflücken. Legen wir eine Kiste rein. Bam. Und dieses Stromnetz. Jetzt haben wir hier Zahnräder drin. Das heißt, ich mich mehr voraus und dann geht alles, was ich mir mein Zahn crafte, schon wieder deutlich schneller. So, ich werde ein paar mehr davon noch machen und dann werde ich gleich noch ein bisschen die grünen Schaltkreise automatisieren. Die brauchen Kupfer und Eisen, wird ein bisschen komplizierter. Dementsprechend kann ich jetzt mal schön Sachen bauen.